Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Rolf, ich bin 54 Jahre, bin Großhandelskaufmann vom Beruf und arbeite im Projekt als, bin im Projekt als Audio-Editor tätig. Was macht ein Audio-Editor? Naja, Audio-Editor heißt einfach editieren kommt. Also Editor kommt aus dem Englischen und heißt bearbeiten. Ich bearbeite die Audio leiser, lauter, komprimiere sie, filtere vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche raus. Aber es gibt da ganz viele Synchronisierer. Wie bist du zu Audio gekommen? Ja, zum Audio bin ich gekommen. Lange Geschichte, Musiker früher gewesen. Ich habe seit dem 18. Lebensjahr in diversen Bands gespielt, auch relativ professionell mit vielen Auftritten in Hamburg. Bin dann irgendwann in die Atari-Szene, Computer Sequencing, also Anfang der 90er, habe ich viel mit Atari und Synthesizern gemacht. Bin dann irgendwann in eine Tonaufnahme gelandet. Hab dann auch, ich will nicht sagen, dass ich das professionell gemacht habe, aber im Umfeld habe ich halt schon Bands aufgenommen. Dann auch irgendwann bei Magix, hab dann irgendwann entschieden, für mich alleine nur noch Musik zu machen und hab das dann mit Magix Amplitude lange gemacht. Und ja, irgendwie bin ich schon in der Szene jetzt lange dabei. Welche Vorgeschichten möchtest du uns mitteilen? Fällt mir jetzt so ganz konkret nichts ein. Außer dass ich natürlich das gerne mache. Brauchst du auch Hilfe bei Audiobearbeitung? Ich denke, jeder Mensch braucht Hilfe. Jetzt kann ich noch gar nicht genau sagen, in welcher Form das sein wird. Aber wenn ich die Audiospuren habe irgendwie und dann die erstmal optimiere, dann wird sich das zeigen, was zu tun ist und wo die anderen mir bei helfen können. Also ich bin auch für Hilfe natürlich dankbar. Okay, ja. Vielen Dank für dein Gespräch. Gerne.